Der Universitätslehrgang ist eine Kooperation der Medizinischen Universität Wien und der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien und er wird von uns beiden geleitet. Herrn Universitätsprofessor Dr. Klaus-Georg Krenn, er ist Facharzt für Anästhesie und allgemeine Intensivmedizin und leitet eine Intensivstation im AKH Wien. Und Frau Magister Petra Hallermeier-Sterer, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, seit vielen Jahren Leiterin des entsprechenden Intensivlehrgangs bei den Barmherzigen Brüdern in der entsprechenden Pflegeakademie. Sie erhalten im Lehrgang ein vertieftes, evidenzbasiertes Fachwissen und die Fertigkeiten, um Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen State of the Art betreuen zu können. Wir lernen mit modernsten Methoden, wie zum Beispiel Simulationstrainings und Lern-Apps. Ausgewählte Lehrveranstaltungen werden im Team-Teaching von Dozentinnen und Dozenten der Pflege und der Medizin durchgeführt. Als erste Intensivpflegeausbildung Österreichs haben wir das Clinical Assessment im Lehrplan verankert. Wir wenden uns mit diesem Kurs speziell an Pflegepersonen, die ihr Wissen in der Intensivpflege aktualisieren, vertiefen möchten und auch in das wissenschaftliche Arbeiten hineinschnuppern möchten. Der Lehrgang startet im Herbst und dauert 2 Semester. Er wird als Vollzeitstudium durchgeführt und die Lehrveranstaltungen finden an der Med-Uni Wien und an der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder statt. Ihre Praktika absolvieren Sie in zahlreichen Krankenhäusern im In- und Ausland. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt. Und wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme freuen.